Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wie ich sehe, wir sind wieder hier richtig am ausgepowert. Können wir den nicht auch trinken? Ja, nur die Kettensäge voll machen. Wie viel Müll wir hier eigentlich haben. Finde ich auch schon krass. Kann man eigentlich damit machen, ne? Das sind Samen. Ach, Steine. Kleiner Stein. Zwillenmunition. Ja, die sind verdorben, natürlich. Ja, die lasse ich da jetzt mal liegen. Ja, müssen wir uns erst einmal das hier wieder aufsetzen. Und was zu snacken holen. Damit wir wieder Ausdauer haben. Eventuell nehmen wir uns da mal nochmal einen Schluck. So. Dann gehen wir mal auf Schildkrötenjagd. Aber wie baut man sich eine Zwille? So, Zwille braucht man Klebeband und Tuch. Hier haben wir. Ah, jetzt haben wir eine Zwille. Nice. Können wir damit auch mehr Schaden machen? Na ja, cool wäre das, wenn ich damit jetzt die ganze Zeit Munition da hinten überall vorfinde. Aber jetzt will ich es wissen. Wenn ich die Zwille hier jetzt mal. Ja, schade. Ich könnte jetzt irgendwie mit irgendwas verbessern. Ja, wir wollen heute die Atze auch noch einmal ein paar Bäume fällen. Da wir auch ein bisschen vorankommen wollen mit der Hütte. Und dann auf der nächsten Aufnahmesession können wir gerne uns diesmal auch wirklich auf den Weg machen, hier die Höhlen weiter zu erkunden. Aber diese Aufnahmesession habe ich vor, hier ein bisschen weiter aufzubauen. Weil das Ding da hinten, das wollen wir auch nicht einfach so halbfertig stehen lassen. Ah, da sind schon die Schildkröten. Vielleicht gibt es lecker Essen. So, wollen wir mal ausprobieren. Da komme ich nicht so durch. Oh, die ist tot. Okay. Da hinten laufen die schon wieder. Die Ureinwohner.
Ja, würde ich sagen, gehen wir mal wieder da drauf. Wir kommen, den können wir eben ganz schnell. Noch scheinen die nicht auf mich aufmerksam geworden zu sein, oder? Noch scheinen die ganz da hinten zu sein. Wohl der eine scheint mich zu sehen. Das. Achso. Okay, die gehen weiter. Aber schon vor, die Bäume hier mir zu schnappen. Die gehen weiter. Ja, dann fällen wir uns mal die drei hier. Oder vier. Gone. Komm. Und der hier noch. Komm. Ja, der kippt falsch. Der kippt nicht so, wie ich das haben wollte. So, hops. Die scheinen jetzt auch nicht in der Nähe zu sein. Die Ureinwohner. Können wir ganz entspannt dahin laufen. Können wir auch eben ganz schnell eine Schildkröte uns warm machen. Wegen der Ausdauer. Oder machen wir zwei. Ja, weil ich die Zwille, die feiere ich gerade. Wie die auch einfach so vom Kopf der Schildkröte so ding. Ist fertig. Und den fressen wir auch noch mit. Und natürlich. Wir hätten auch anders gedacht. Ausdauer wieder im Arsch. Wir brauchen aber auch ein bisschen mehr, was Wasser angeht. Ein Reservoir. Ist einer runtergerollt.
Aber wird auch schon wieder dunkel. Wir müssten hier eigentlich auch wirklich mal irgendwie so mehrere Dörfer oder so eigene bauen, die alle so samt mit so einem Weg irgendwie verbunden sind. Ich glaube, jetzt, wo es dunkel wird, wird das, was wir da jetzt gefällt haben, erstmal reichen. Dann fahren wir schon mal rüber und bauen die mal lieber auf. Dass wir ausnahmsweise mal heute nicht das ganze Boot voll machen. Was ich auch schade finde, aber nicht immer geht's. Und im Dunkeln habe ich viel zu viel Schiss, dass die uns hier überraschen und wir die nicht sehen. Und die kündigen sich auch oft genug früh genug an. Hier ist noch einer. Liegt hier noch irgendwo einer? Dieses Knistern gefällt mir oft nicht. Müsste das wohl alles sein? Echt schade, wie ich hier alles abholze. Haben wir eigentlich das Ding hier noch an? Gameplay. Zerstörung von Gebäuden ist aus. Nachwachsende Bäume ist an. Also müssten die auch noch immer hier nachwachsen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wann die nachwachsen. Ich glaube, jedes Mal, wenn man schlafen geht oder speichert, müssten die auch nachwachsen oder nicht. Na, ich würde sagen, wir können gleich auch uns nochmal schlafen legen. Natürlich, da sind sie wieder. Oder kann es sein, dass die Ureinwohner vielleicht irgend so einen eigenen Rhythmus haben, wann die wo ihre Routen haben und so weiter? So, dass die beispielsweise heute hier vorne alles hier erkunden oder hier Patrouille laufen und morgen dann irgendwie ganz rechts auf der Map und übermorgen dann ganz oben auf der Map. Kann das vielleicht auch sein?
Kann es sein, dass die Brücke Schaden genommen hat? Die sieht irgendwie nicht gerade heile aus. Hat die Schaden bekommen? So, wir machen auch mal wieder Licht an. Wir brauchen hier dringend diese Beleuchtung. Und dann bauen wir hier jetzt das Schlafzimmer weiter aus. Oder weißt du was? Nee, wir haben hier. Wo haben wir die? Pferdelampe. Oder warte, noch besser. Heckenschädellampe. Ja. Würde ich sagen, hier fangen wir an. So. Dann haben wir hier schon mal Licht. Machen wir hier die. Ich würde sagen, hier machen wir die nächste. Also war schon richtig rum. Wenn ich jetzt Licht ausmache. Ja, ein bisschen beleuchtet ist es dann schon. Dann machen wir hier die nächste. So. Komm, die machen wir hier. Kein Salz, kein keine Schädel. Okay, aber eine machen wir noch hier. Und natürlich haben wir wieder Hunger. Ist ja nicht so, dass wir gerade erst zwei Schildkröten gefressen haben. So, dann machen wir uns eben noch mal eine Schildkröte warm. So. Ja, Durst haben wir auch noch, natürlich. Wie soll es denn auch anders sein? Halbe Nacht ist auch schon wieder um.
Aber wegen den Schädeln müssen wir bald langsam hier auf die Ureinwohner losgehen. Wenn wir ein bisschen mehr Schädellampen haben. Oder hier oben sogar so eine so ein Schädelkronleuchter. Wäre auch so nice. Einfach mal so ein Kronleuchter aus Schädeln. Lol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 . Die Lampe braucht man mehr, beziehungsweise das Licht. Wir haben ja da oben Lampen. Ja, wie die auch nach und nach aufploppen. Komm, wir springen hier durch. Wir schneller unten. Hey. Entschuldigung. Ich habe heute auch irgendwie irgendwas mit dem Hals. Uah. Ja, komm. Yay. Hey, aber bald haben wir schon das Schlafzimmer fertig. Dann ist nur noch das Esszimmer dran. Und dann der Rest von der Außenmauer. Und halt die Laternen hier oben. Und dann haben wir Erdgeschoss durch. Beziehungsweise erster Stock. Ja, sind nur noch 6 Baumstämme. Nee, nein, nein, nein. Und jetzt mit Volldampf voraus. So, den haben wir jetzt auch schon fertig. Nur noch ein Baumstamm. Ja, das schaffen wir wohl. Komm. Ist doch mein Gammelfleisch oder nicht? Jo, das ist mein Gammelfleisch. Tschüss. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Den Rest machen wir halt in der nächsten Folge. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schaffen wir das Ding fertig hier, oder?
Ich nur noch dieses Stück Wand. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wände. Dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Und dann. Ja, die paar Wände noch. Ich glaube, nächste Folge. Mal zwei Folgen, dann sind wir das hier fertig. Oder was meint ihr? Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ciao.